auch heute wieder begeistern. Wir werden es erleben. Live. Heute erwartet uns hoffentlich ein tolles Spiel, liebe Fußballfans. Und damit hallo aus dem Stadion von Wolf-Christoph Fuß und Frank Buschmann. Sie stehen vor allen Dingen defensiv richtig gut. Wird schwer, sie hier zu Hause in Bedrängnis zu bringen. Und damit haben sie natürlich beste Voraussetzungen für dieses Spiel. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Taktisch sieht das bei Ihnen nach einem 3-4-3 aus, Buschi. Und damit können wir uns, so vermute ich zumindest, auf sehr, sehr viel Flügelspiel einstellen. Also eine wichtige Rolle für die Außenstürmer. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Sie treten hier heute in einem 4-5-1 an, setzen also mutmaßlich vor allem auf ihr Mittelfeld. Darüber wollen sie Dominanz ausstrahlen. Ist nicht leicht, gegen so eine Mannschaft zu spielen, denn die haben offensiv natürlich viele Optionen. Zuletzt gab es auswärts einen Sieg und daran will man heute anknüpfen. Ach, war eine ziemlich knappe Angelegenheit, dieses 3-2. Aber ich denke, sie werden heute ähnlich auftreten und sich wieder den Sieg sichern. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Köpft den Ball. Weiter gefährlich. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Da kommt der Pass. Da kommt die Hereingabe. Da können sie erst mal klären. Er versucht. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite. Hier nochmal schön zu sehen. Und da dürfen Sie den Vorbereiter zurecht feiern. Tolle Szene. Erst die wunderbare Flanke und dann dieser Schuss. Da stimmt alles bei dieser Aktion. Es geht nicht besser. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Das könnte die Chance werden. Hereingabe. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Auf außen ist Platz. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf.
Klasse Aktion, Ball ist weg. Der Reingabe kommt lang. Na gut, ich meine, es kann ja auch nicht jeder reingehen. Hier trifft er nicht. Trotzdem, er zeigt ein wirklich richtig gutes Spiel bisher und war ja auch schon erfolgreich. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Klasse Pass. Und jetzt die Chance. Und das muss ein Tor werden. Er trifft die Latte. Sie wollen ihre Führung hier weiter ausbauen, aber gerade am Aluminium gescheitert. Da kommt die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Pfosten. Jetzt können Sie durchatmen. Da hatten Sie Glück. Das können wir nicht anders sagen. Aluminium hat Sie gerettet. Fast der Gegentreffer. Sie hätten gerade Ihren Vorsprung ausbauen können, aber es war nur der Alu-Treffer. Fängt diesen Ball ab. Super Pass. Und er schießt. Der ist noch heiß. Und auch hier ist er zur Stelle. Jetzt hält er den Ball fest. Tolle Parade. Und die kann noch mal ganz wichtig werden. Die sind weiter dran. Schönes Zuspiel. An den Pfosten und dann ins Tor aus. Er nimmt ihm den Ball ab. Kein guter Volley. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Super dazwischen gegangen. Sie kommen über den Flügel. Zu lang. Da wäre jetzt Platz. Jetzt vielleicht. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Gut mitgespielt vom Torhüter. Er fängt den Ball ab. Rückstand weiter, nur ein Tor und das liegt vor allem an der Parade gerade. Also da hat er sich im Spiel gehalten. Sieht gut aus, sie lassen den Ball laufen. Das könnte es sein. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Und da ist der Ball wieder weg. Gutes Tackling. Er schießt. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Das war leider nichts. Die Gelegenheit lassen Sie aus. Die Flanke war richtig gut, leider die Ballabnahme nicht so wirklich. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Da ist die Flanke. Flanke bleibt hängen. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Hereingabe jetzt. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht.
Die Ecke kommt rein. Jo, und da ist der Angriff vorbei. Den Ball kann er klären. Er kann ihn reinbringen. So, Konterchance, vielleicht jetzt. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Da passt er auf und kann klären. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen und damit ist hier noch nichts entschieden. Sie führen hier vor eigenem Publikum, bisher wirklich eine konzentrierte Leistung. Und es ist ganz entscheidend, dass sie bislang hier ohne Gegentreffer geblieben sind. Eine wirklich gute Leistung. Durchgang 2 hat begonnen. Da kann er klären, gut aufgepasst. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Jetzt der Schuss. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. So, Ecke kommt. Und die Situation ist wieder bereinigt. Der FC Barcelona hat also das Rennen gemacht um diesen Spieler. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Schönes Zuspiel. Das war wichtig. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Den Ball holt er sich. Schöner Pass. Jetzt der Schuss. Und Tor, den macht er. Aber es war auch ein bisschen Glück dabei. Vom Pfosten ins Tor und damit ist dieser Ball unhaltbar. Ja, da kommt der Keeper natürlich nicht mehr ran. Das ist Maßarbeit. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Ganz einfach an den Ball gekommen. Toller Pass. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Die Gäste werden wechseln. Und damit sind sie am Ball. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. So, Buschi, es gibt die Auswechslung. Warten wir mal ab, ob dieser Wechsel dann auch den gewünschten Erfolg haben wird. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Fairer Einsatz hier. Da haben sie jetzt Platz. Klasse Aktion da. Da schießt er. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall.
Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Ja, schwacher Ball hier. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Und jetzt wird es Einwurf geben. Jetzt die Flanke. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Und da lag er richtig, auch wenn er nur einen Hauch vorne war. Gute Entscheidung, die Fahne zu heben. Wechsel bei St. Pölten. Ein neuer Mann kommt in die Partie. Und ich bin gespannt, ob der neue Mann hier sofort reinfindet in diese Begegnung. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Er zieht ab. Das ist der Treffer. Er ist erst seit ein paar Minuten drauf und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Noch ein Tor, die Führung damit ausgebaut. Ja, so langsam können sie wohl einfach zurückschauen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Das könnte die Chance werden. Und das ist der Ballverlust. Schuss! Das war kein schlechter Abschluss, aber trotzdem, so wird es nichts mit der Aufholjagd. Nee, der Rückstand ist deutlich und dann musst du solche Chancen natürlich nutzen. Er passt ihn auf den Flügel. Ball kommt rein. Der Ball ist draußen, gibt einen Eckball. Ja, gefällt mir richtig gut, was der heute zeigt. Der macht da vorne im Sturm mächtig Alarm und einmal hat der Ball ja auch schon gepasst. Da kommt die Ecke. Chance lebt noch. Also, nee, da war doch viel mehr drin in der Situation. Ja, zumal die Ecke gut reinkam, da muss er mehr rausmachen. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Sehr gut aufgepasst. Da ist der Ball weg. Er überzeugt heute als Passgeber. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Weg ist der Ball. Gutes Tackling. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht.
Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Sie kommen jetzt über außen. Flagge jetzt. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Jetzt könnte er flanken. Hoppala, das war riskant, aber es ist gut gegangen. Noch ist hier nicht Schluss. 4 Minuten wurden... Tolles Zuspiel. Und da ist der Ball wieder weg. Er versucht es einfach. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Und da ist es vorbei, da kommt der Schlusspfiff. Eine einseitige Partie heute, fast ein bisschen langweilig. Der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung. Sehe ich auch so, sie haben dem Spiel den berühmt-berüchtigten Stempel aufgedrückt und der Gegner konnte damit nicht umgehen. Keine große Überraschung, dieser Heimsieg. Ja, und eigentlich kommen sie ja über die Defensive, sie stehen richtig gut. Heute waren sie auch noch eiskalt vor dem gegnerischen Tor. Der Sieg also, kein Wunder.